In diesem Video seht ihr das merkwürdige Verhalten von KI, wenn es um Aufklärung und Sexualkunde geht. Die wahrscheinlichen Hintergründe der Arbeitsverweigerung habe ich in einem Beitrag in Deutsch und in englischer Übersetzung beschrieben. Die Links findet ihr hier oben eingeblendet. Im Bereich der Kultur- und Sozialwissenschaften gibt es Besonderheiten und Tabus. Die sollte man mit eigenständigen Entwicklungen regional und passend berücksichtigen. Der zitierte Bericht im Time Magazine, der liefert eine plausible Erklärung für die im Video sichtbaren Beobachtungen. Schaut auf der rechten Seite, dann wisst ihr, was ich meine. Wer nicht aufgeklärt ist, der ist zum Training von KI ungeeignet. Der verwechselt anatomische Darstellungen mit Pornografie und er ordnet Bildungsmaterialien dann als toxisch ein, obwohl das völlig unsinnig ist. Die Aufzeichnung des KI-Antwortverhaltens, die ihr hier seht, die zeigen den Stand vom November 2023. Meine Anforderung war zum einen, eine Aufklärungsseite zum Sexualkundeunterricht für Schüler zusammenzufassen. Diese enthält Materialien des Pharma- und Konsumgüterherstellers Johnson & Johnson, die für Lehrerinnen gemacht sind und auch Anschauungsmaterialien liefert. Zum anderen ist das die Darstellung der weiblichen Anatomie mit 5 Bezeichnungen, welche mithilfe der KI gleichzeitig in mehrere weit verbreitete Sprachen übersetzt werden sollten. Die von mir dargestellte Vorgehensweise dokumentiert die Standardanforderungen eines erfahrenen KI-Anwenders. Auf der rechten Seite wird die Antwort noch planmäßig abgeliefert, um dann kurz darauf abzubrechen. Damit ihr wisst, worum es geht, folgt kurz darauf das eigentliche Video des ZDF. Zum Zeitpunkt der Aufnahme war es das beliebteste aus den mehr als 100 Videos. Das gesamte äußerlich sichtbare weibliche Genital wird als Vulva bezeichnet. Dazu gehören äußere und innere Scham- oder Vulvalippen, Klitoris-Eichel und Vorhaut, Harnröhrenausgang und Vaginaeingang. Die innenliegende Vagina verbindet die Vulva mit Muttermund und Gebärmutter. Die Frage wurde selbst vorgeschlagen, um dann die Antwort zu verweigern. Stand da. Daraufhin habe ich dann eine Excel-Tabelle aufgebaut. Die deutschen Bezeichnungen und die englischen stehen am oberen Rand, so als Vorgabe für die anderen Sprachen, die links angeordnet sind. Das funktioniert auch mit dem Ohr hervorragend in dieser Weise, wie ich das hier dargestellt habe. ChatGPT bzw. die Bing KI liefert hier zunächst die ersten Antworten, um dann die Antwort zu verweigern. Das sehen wir ja hier. Ich überlasse euch jetzt einfach mal dem Zuschauen. Beim Arabischen wird abrupt abgebrochen. Was geht dir sonst noch durch den Kopf, werde ich gefragt. Was mir durch den Kopf geht, das sage ich in einem Post in Deutsch und in englischer Sprache. Als Physiker interessiere ich mich immer für Ursache und Wirkung bei Beobachtungen. In diesem Fall ist meine Aussage oder mein Fazit, dass sich kenianische Klickarbeiter nicht eignen. Sie sind das falsche Prüfmittel, um damit die künstliche Intelligenz auf europäische Bildungsstandards zu trainieren. Die verweigerte Tabelle habe ich dennoch erstellt, und zwar mit DeepL. Ihr findet sie in der Beschreibung zum Video. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Tschüss!